So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 16 Karriere. Mein Name ist David, ich begrüße euch recht herzlich zu dieser neuen Karriere mit dem FC Liverpool. Ihr habt euch ja dafür entschieden und wolltet das Ganze sehen. Wir sehen hier schon den Startelf-Kader. Sehr gute Mannschaft auf jeden Fall. Wir stellen hier mal noch Weltklasse aktuell Milne, genau, und Sommertransfer europäischer Wettbewerb. Da werden wir erstmal schnell simulieren. So, Europa League, da sind wir drin. Und ich weiß jetzt gerade überhaupt nicht die aktuelle Gruppenphase von Liverpool. Aber das ist nicht weiter schlimm. Wir lassen es einfach so, wie es ist. Wir bestätigen das Ganze. So, da spielen wir in der Europa League, denn Liverpool spielt ja aktuell auch in der Europa League. So, wir starten jetzt also die Karriere mit Liverpool. Und da bin ich mal sehr gespannt drüber. Wir geben mal unseren Namen ein. Alt. So wie wir heißen, natürlich als Trainer. So wie wir das auch letzte Saison schon gemacht haben beim RB Leipzig. So haben wir das. Wir kommen natürlich aus Deutschland. Wir sind nach Liverpool gewechselt. Hemd und Schlips, marineblau, mittelschmächtig. Das passt. Wir machen weiter. Puh, der neue FC Pool Liverpools auf dem Prüfstand. Ja, ich bin mal sehr gespannt, wie wir mit Liverpool auf Legende spielen werden. Ob wir da genauso gut abschneiden wie mit RB Leipzig in der letzten Saison, in den letzten Saisons, die wir da gespielt haben, die wir da verbracht haben. Als erstes werden wir uns mal darum kümmern, hier ein paar Talente zu holen und diese eventuell zu verpflichten bzw. wieder zu verleihen. Wir hatten ja in der letzten Saison mit RB Leipzig gut was geschafft. Juri Thielemans war schon sehr weit, Halilovic hatten wir verpflichtet. Czerny auf dem linken Flügel, wir sehen hier noch den Speicherstand. Karriere mit Liverpool speichern wir mal so auch ab. Liverpool. Gut. Einfach mal alles abspeichern. Ich speichere immer jedes Spiel ab, damit auch alles seine Richtigkeit geht. Saisonvorbereitung, Turniereinladung. Wir gehen mal zu den Turniereinladungen. Und da sehen wir schon hier 9,8 Millionen, Fenerbahce, Porto, Mailand, Besiktas, Schalke, Florenz und TSG Hoffenheim. Wir nehmen natürlich hier das, wo wir das meiste Geld rausholen könnten. Das wäre natürlich schon mal nicht verkehrt. So, Büro, da sind erstmal unsere ganzen Ziele, Transfermarkt. Okay, nichts weiteres ans Bein. Netzwerk haben wir auch schon was drin. Scout ist da. Ich möchte mich vorstellen. Ligaziel, Champions League Qualifikation. Okay, wir schauen mal in unsere Mannschaft. Und ich habe mir überlegt, wir nehmen mal eine neue Aufstellung. Nicht so, wie wir das in der letzten gemacht hatten. Da hatten wir mit der 4-3-3 gespielt. Wir werden jetzt hier mit zwei Stürmern spielen. Mal sehen, welche uns da am besten gefällt. Vielleicht die 3-5-2. Frage ist nur, mit welcher? Hier sind wir ein bisschen offensiv noch bedeckt. Oder nehmen wir die klassische 4-4-2 Raute? Ja, wir probieren es einfach mit der breiten Raute. Und da sehen wir schon Sturridge vor einem Sturm. IB geht links rein. Jetzt muss ich selber erstmal gucken. Firmino hier noch als Stürmer vielleicht. Oder Origi. Wen haben wir denn hier noch alles so Schönes drin? Ich kenne mich hier gar nicht so weit aus mit Liverpool, Benteke haben wir auch noch bei. Okay, Sturridge, Benteke, Origi, Milner nicht. Der ist mir schon zu alt.
Ja, wir wollen uns ja sowieso noch da ein bisschen verbessern. Lovren, Sako, Klein, Moreno, Henderson. Ja, Henderson könnte bestimmt auch rechts spielen. Fürs rechte Mittelfeld würde uns da halt noch jemand fehlen. Da hat nur noch Kent. Okay, wir lassen das erstmal so und schauen erstmal, wen wir hier noch verpflichten können. Transfers, Spielersuche. Da suchen wir als erstes natürlich wieder Juri Thielemans. 18 Jahre. Für den Kauf. So, was machen wir bei Juri Thielemans? Wir bieten erstmal 6 Millionen. Senden wir so ab. Juri Thielemans. So, dann verpflichten wir auf jeden Fall noch Jonathan Tah als neuen Innenverteidiger. Das hatte ich mir so überlegt. Marktwert 15 Millionen. Wir bieten mal 8 Millionen. Werden wir ein bisschen verhandeln müssen. Und wen hatten wir da noch? Niklas Süle als zweiten Innenverteidiger. Auch 19 Jahre alt. Den hatten wir nicht verpflichtet bei Leipzig. Bieten wir mal 6 Millionen. So, okay. Dann eventuell noch für den Sturm. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Wie heißt der denn gleich? Da wollte ich nicht rein. Angriff Sturm. Nationalität, der ist Schweizer. Wie heißt der denn gleich? Ich komme nicht auf den Namen. Wenn ich es denn lese, dann weiß ich es wieder. Mbolo, genau. Mbolo natürlich. Ablösesumme auch 6 Millionen. Geben wir mal ab. So, und eventuell noch einen vernünftigen Torhüter. Dragowski wäre da wahrscheinlich die bessere Wahl. Dragowski, 17 Jahre alt. Den wollen wir auch noch verpflichten. Und da bin ich mal gespannt, welchen von den Spielern wir alles verpflichten können. Nur jetzt noch ein Spieler fürs rechte Mittelfeld fehlen. Da können wir mal, jetzt habe ich das schon wieder weggemacht, mal gucken. Und zwar Mittelfeld, rechtes Mittelfeld, Alter bis 22, 24, 23, ja, machen wir 24. Suchen mal, was wir da so Schönes sehen. Ob da irgendjemand noch gut wäre. Mir fällt da auch momentan keiner weiter ein. Vielleicht habt ihr noch einen Vorschlag, wem wir im rechten Mittelfeld verpflichten könnten. Schwierig, ne? Schwierig, schwierig. Vielleicht schauen wir einfach mal in der Bundesliga, wen wir da so finden. Julian Brandt. Costa. Julian Brandt, wahrscheinlich jetzt hier die bessere Auswahl. Sané hätten wir auch noch. Wir versuchen es mit Jonas, nee, mit Julian Brandt im rechten Mittelfeld für den Kauf auch mal 6 Millionen. Und dann bin ich mal gespannt, da müssten wir eigentlich alles soweit rausgehauen haben. Gut, müsste erstmal reichen. Sieht soweit ganz gut aus. Wir werden hier mal vorsimulieren.
Europa League Vorstand. Inakzeptabel, Leverkusen 13 Millionen. Okay, für 6 Millionen Dragowski kriegen wir abgelehnt. Abgelehnt. Europa League. Okay, passt auf. Dann akzeptieren wir erstmal hier Dragowski. Gehalt 30.000. 4 Jahre. Essentieller Stammspieler. Dragowski. So, inakzeptabel. Leverkusen möchte 13 Millionen. Auf 10 Millionen lasse ich mich ein und wir geben mal noch mit. Skrittel bieten wir mal noch mit an, der ist 12 Millionen wert und Skrittel überläuft, Quatsch, gefällt mir jetzt gerade gar nicht. So. Thielemans und Süle abgelehnt. Neues Angebot unterbreiten für Juri Thielemans. 8,5 Millionen und einen Spieler auswählen. Lukas Leiva bieten wir den mal noch mit an. Und bei Süle werden wir Kolo Touré noch mit anbieten. Machen wir 9 Millionen. Und Kolo Touré. Vielleicht lassen die sich ja darauf ein. So, was haben wir noch? Inakzeptabel haben wir verbessert. Abgelehnt, abgelehnt. Gut, dann werden wir das erstmal löschen hier. Was jetzt hier noch so drin rumliegt, ja, wird ein bisschen dauern. Nachricht von Spielern haben wir nicht. So, weiter vorsimulieren. Abgelehnt, zu wertvoll für uns. Ah, die wollen die nicht loswerden. Zehn Komma fünf Millionen für Jonathan Tah. Und neues Angebot für Embolo, da hatten wir 6 Millionen abgegeben. Machen wir auch mal 9 Millionen. Hätten wir hier noch einen Spieler, den wir mit anbieten können. Ja, gehen wir den mal mit ab. Sagt mir jetzt erstmal nichts, aber Hauptsache erstmal versuchen hier die Spieler zu verpflichten. So, Training, können wir da reinspringen? Da können wir reinspringen. Wen können wir denn hier noch? Jordan IB durchsetzen, schwer. Chancenverarbeitung schwer. So. Linksverteidiger Moreno. Linksverteidiger Moreno durchsetzen schwer. Und wir nehmen mal noch einen Mittelfeldspieler Emre Can durchsetzen schwer. Und dann simulieren wir das mal alles. Ja, verbessern sich jetzt noch nicht wirklich. Aber wir sind ja noch früh in der Saison. Angebot für Jordan Henderson abgelehnt. Zu wertvoll. Für Jordan Henderson. Jordan Henderson. Was machen wir mit Jordan Henderson? Der soll ja rechts spielen. Ablehnen. Gut, dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal direkt hier ins erste Spiel gegen Inter Mailand.
Das könnte sehr interessant werden. Problem selbst beheben. Ja, Firmino ist nicht da. Dafür spielt Benteke, Coutinho ist auch nicht da. Wer spielt denn mal da? Lallana lassen wir da mal spielen. Gomez hatte ja sowieso angefragt, ob der mal spielen kann. Moreno links, Klein rechts, Lovren. Lovren. Ja, wir lassen den Kader so und starten damit also ins erste Spiel mit Liverpool im Vorbereitungsturnier. Ich bin mal sehr gespannt, wie das so laufen wird. So, herzlich willkommen im Signal Iduna Park. Okay, wir sind hier im europäischen Wettbewerb also. Liverpool aus England gegen Inter Mailand aus Italien. Das erste Spiel im Vorbereitungsturnier. Bin mal sehr gespannt, wie wir uns hier verkaufen werden im ersten Spiel. Legende gegen Legende, ja, also wir spielen auf Legende, so wollte ich das eigentlich sagen. Und ich bin mal sehr gespannt, wie wir das hier meistern werden. Okay, Anstoß ist also ausgeführt. Sako spielt auf Jordan Ibe. Raus auf Alberto Moreno. Emre Can hat da viel Platz. Schön in die Mitte gespielt auf Benteke. Der kann mal schießen, aber Handanovic kann den ganz leicht aufnehmen. Der Ball wieder zurück auf Benteke. Hoch, ja. Da kommt niemand ran. Santon. Perisic. Philippe Melo. Jovetic. Palacio. Spielt ihn da gut runter auf Philippe Melo. Palacio. Und das gibt den Freistoß für Liverpool. Der erste Freistoß hier wird ausgeführt von Sako. Der war nicht gut. Philippe Melo kann ihn abfangen. Biabiani. Ambrosio. Geht da über die rechte Seite. Palacio. Santon. Ah, macht das gut. Geschickt. Und jetzt gibt es hier den Einwurf für Liverpool nach 14 Minuten. Ah, den nimmt Sturridge nicht richtig mit. Geht dann nicht energisch dazwischen. Aber Benteke macht das gut, spielt ihn da gut auf Henderson. Henderson jetzt mit der Flanke darüber und das ist fast ein Eigentor. Fast ein Eigentor von Santon. Es gibt hier den ersten Eckball, den Henderson spielt. Emre Can spielt ihn da runter auf Jordan Ibe, aber auch kein guter Schuss da. Wieder ein bisschen zu schwach. Biabiani verliert den Ball an Sako. Sako, der setzt erneut nach. Und jetzt schön durchgespielter. Lallana, Nachschuss von Benteke. Und es steht nach 24 Minuten 1:0 für den FC Liverpool. Gut gespielter, schnell gespielt. Lallana mit dem Auge will schießen. Landanovic noch dran. Und Benteke nimmt den abgefälschten Schuss gerne an und schiebt den ein. Somit steht es nach 25 Minuten 1:0 für den FC Liverpool. Wunderschön. Mal gucken, ob wir das auch über die ganze Zeit durchbringen können. Inter Mailand macht ja hier viel Druck, aber Sako fängt den Ball da ab. Und jetzt nochmal Lallana. Und es gibt den Freistoß für Liverpool. Ein bisschen zu energisch da reingegangen. Sako, Emre Can, Jordan Henderson spielt ihn da zurück, aber der war auch nicht gut getimt. Lovren spielt dann gut in die Mitte, runtergespielt auf IB mit der Flanke rein und Santon kann ihn wieder mal klären. Alberto Moreno aus der Distanz.
Da hat jetzt nicht viel gefehlt. Ein sehr guter Schuss. Knapp am Tor vorbei. Aber okay. Ball wieder abgefangen. Lallana. Palacio. Spielt ja gut durch. Jovetic. Felipe Melo. Ah, Lovren steht am Weg. Und Jordan Ibe holt sich den Ball. Und jetzt, der letzte Ball, der kommt da nicht richtig durch. Benteke. Kein Foulspiel. Alles gut. Emre Can. Jesus. Wie man ihn auch aussprechen mag. Felipe Melo verliert da den Ball, aber setzt sich durch, bleibt Sieger. Oh, nicht richtig geklärt. Jovetic. Und jetzt weg das Ding hier. Alana spielt ihn da runter. Und jetzt nochmal schön durchgespielt auf Christian Benteke. Nochmal ein gutes Spiel auf Klein. Klein. Flankt den rein. Und der wird abgefälscht. Es gibt den nächsten Eckball hier. Abgefälschter Schuss, aber nicht wirklich gut. Ah, nicht gut gemacht. Und wir gehen ja erstmal in die Halbzeit mit einer Führung 1:0 durch Benteke. Besiktas 0:0 gegen Florenz, Porto 0:1 gegen Fenerbahce, Hoffenheim 2:0 gegen Schalke. Ja, alles noch drin. Wir bringen mal Gomez rein für Lovren und Origi für Sturridge. Mal gucken, wie der sich so verkauft da vorne. Von Sturridge hatten wir jetzt noch gar nichts gesehen in der ersten Halbzeit. Vielleicht ist Origi besser. Dafür gibt es ja dieses Vorbereitungsturnier, damit wir das Ganze ein bisschen austesten können. Aber jetzt kommt hier erstmal Mailand über Santon. Er bleibt da am Ball, aber Origi holt sich da den Ball. Schön. Da unten ist alles offen für IB. Da steckt den da gut in die Mitte, aber Nagatomo, der Ball bei Benteke, was macht der denn da? Der ist total verunsichert und weiß nicht, wohin rennen soll. Kann den Ball hier nicht erkennen anscheinend. Biabiani. Kein guter Ball auf Jovetic. Henderson auf Klein. Klein bleibt hier am Ball. Emre Can. Nach vorne Benteke. Spielt den Ball da gut in die Lücke. Aber zurückgespielt auf Handanovic. Der darf den ja nicht aufnehmen. Biabiani. Santon. Biabiani. Da haben wir wieder Jovetic. Nagatomo. Kein guter Ball. Origi kann den abfangen. Gomez. Origi spielt ihn gut durch. Benteke findet jetzt keine Anspielstation. Emre Can gut gesehen. Durchgespielt. Lallana, aber Handanovic wieder mit einer Glanzparade. Und es gibt hier den erneuten Eckball. Führen den kurz aus. Lallana wird da gefoult und es gibt einen Freistoß in einer sehr guten Position hier für Liverpool in der 70. Minute. Stefan Jovetic hat hinten in der Verteidigung eigentlich gar nichts zu suchen. Dafür sind Angreifer nun mal nicht da. Ja, wir werden auch noch einen Wechsel durchführen. Und wir bringen Allen mal ins Spiel. Für Lallana können wir noch einen Wechsel machen. Ja, wir sind ja hier in der
wie sagen wir das mal, in der Phase, wo wir wechseln können, wie wir wollen. Allen links. Wir lassen Chan mal links spielen. Allen vorne, Touré als ZDM. So. Gut. Jordan Ibe hat da richtig gut gespielt, hat mir gefallen. Und wer steht jetzt hier bereit am Freistoß? Das ist Alan Lallana, 20 Meter. Lallana, der ist. Nein, das ist. Henderson stand da am Freistoßpunkt bereit. Aber der war ein bisschen zu hoch angesetzt. Aber wie wir wissen, Freistöße sind einfach nicht meine Stärke. Nagatomo verliert den Ball an Benteke. Und jetzt kann es schnell gehen. Schön gespielt. Kein Abseits. Allen spielt er nochmal runter, aber ein bisschen zu schwach. Hätte es mal alleine gemacht. Wir waren da schon durch. Es kommt Inter Mailand hier. Durch die Mitte. Jovetic. Icardi wird da gefoult. Das war nicht gut. Unabsichtliches Foulspiel von Gomez. Ja, nicht wirklich gut. Eingewechselt und gleich mit so einem Patzer. Jetzt heißt es Elfmeter halten. Elfmeter. Alten. Nee. Der wird nach rechts geschossen und wir springen da nach links. Entscheiden uns da ein bisschen verkehrt. Aber okay, was sollen wir machen bei so einem dummen Foulspiel? Vielleicht können wir noch ein nachsetzen. Die Chancen sind ja ganz klar auf unserer Seite. Origi spielt ihn da runter, aber der kommt nicht durch. Santon zurück auf Melo. Jesus. Yabiani. Telles. Wieder Telles. Biabiani. Icardi. Nagatomo spielt ihn da raus auf Perisic. Der flankt ihn da rein. Und da steht doch wirklich einer vollkommen frei und ungedeckt. Ah, wir können den Ball da nicht richtig holen. Eder. Melo kriegt den Ball da schön durch. Klein fängt ihn ab. Wir haben noch ein bisschen in der Nachspielzeit, aber wir kommen hier nicht mehr über die Mittellinie. Jetzt kommt der Chip da vorne rein. Wir kriegen den Ball nicht weg. Unbeschreiblich. Die Flanke vielleicht nochmal von Santon, aber die wird nicht gefährlich. Der Schiedsrichter pfeift das Spiel ab. Wir trennen uns hier unentschieden kurz vorm Ende noch durch ein dummes Foulspiel. Und holen damit erstmal einen Punkt in unserer Gruppe. Mal sehen, wie es da weiterläuft in der Gruppenphase. Bin ich mal sehr gespannt natürlich. So, vorherige Einheiten hauen wir dann nochmal rein. Vielleicht können die sich im Spielertraining jetzt mal ein bisschen mehr verbessern. Ja, sieht schon okay aus, aber das geht besser. So, im Büro. Aktives Frankreich. Nein, Transferangebot für Sturridge. Abgelehnt. Bitte. Der möchte das nicht annehmen. Dann machen wir 35.000, 5%, 4 Jahre. Essentieller Stammspieler. Was wolltest du? Ah ja, die Rolle ist ihm nicht zuverlässig. Wir machen trotzdem mal 35.000, 5%, 4 Jahre. Wichtiger Stammspieler. Vielleicht lässt er sich ja da drauf ein. Transferangebot. Okay. So, für Sturridge. Ablehnen wollen wir nicht verkaufen. Ablehnen. Gut, dann simulieren wir mal noch weiter vor. Das nächste Spiel ist dann also gegen Porto. Transferangebot
Bayer Leverkusen akzeptiert so 45.000, 5% 4 Jahre, wichtiger Stammspieler. Okay, inakzeptabel, 19,8 Millionen, abgelehnt von Jonathan Tah. Da hatten wir als letztes abgegeben 10,5 Millionen. Okay, wie geben wir das jetzt am besten an? 12,5 Millionen. Wäre das was für euch? Inakzeptabel von Süle. Akzeptiert. Juri Thielemans akzeptiert. 60, wir machen 65.000, 4 Jahre, 5%. Essentieller Stammspieler. Das auf jeden Fall. So, inakzeptabel von Niklas Süle. Ich würde mich breitschlagen lassen auf 14,5 Millionen. Ist schon eine ordentliche Summe. Aber okay, weiter simulieren. Akzeptiert. Dragowski. Okay. So, 70.000. 4 Jahre. Essentieller Stammspieler. Okay, Embolo hätten wir abgeschlossen. Dragowski. Lukas Leiva. Dragowski. Dragowski. Angebot 35.000. Wir warten mal noch. Wir hatten das erst abgegeben. Ja, das nächste Spiel dann halt in der nächsten Folge gegen Porto, die das letzte Spiel verloren haben. Bin ich mal sehr gespannt, wie wir gegen Porto spielen. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt für irgendwelche Verpflichtungen, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich bin erstmal raus. Ich sage ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal und tschüssi.